Was geht ab, meine Seafighter Osiri? Und wir sind zurück mit einem weiteren Part für Jump Force. Im letzten Part durften wir ja die schöne, mit der schönen Boa Hancock auf Missionen unter anderem. Aber diesmal gehen wir mal sofort weiter hier zu der Stelle, weil die Schnellreisen sind auch wirklich sehr nice. Direkt dahin gehen einfach und schon gut ist. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze mal an, wie es jetzt weitergeht in unserem Abenteuer mit Jump Force. By the way, wenn ihr einen Blick in den Streamplan wirft, Freunde, ich glaube, das Video sollte in der Woche kommen, auf jeden Fall. Dann gehen wir am Donnerstag live mit Community Fights auf Twitch. Heißt, wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Jump Force natürlich, aber die ganzen näheren Informationen sind in der Beschreibung. Jetzt, was mit euch zeigen? Für einen Krieger ist nichts wichtiger als sein Training, okay? Willst du ein bisschen trainieren oder was? Bin immer für ein bisschen Training zu haben. Warum nicht? Dragon Sainty, sage ich, oder? Jetzt. Kennst du diese Geschichte? Vor langer Zeit im alten China. Gab es einen Händler, der einen Speer und ein Schild verkaufte? By the way, ja, ich habe China gesagt. Ich sag auch Chemie. In Süddeutschland und Österreich, Freunde, da spricht man das so aus. Bevor einer sagt, das heißt China, das heißt Chemie. Freunde, in der aktuellen Zeit kann man das alles nachschauen, nachlesen. Einmal kurz googeln und gut ist. In Süddeutschland und Österreich wird das so ausgesprochen. Also GG und HDF. Dasselbe gilt für meine Fäuste und für meine Schilde. Okay. Meine Drachenfaust kann alles durchdringen, während mein Drachenschild undurchbringbar ist. Okay. Wie hübsch. Was denkst du, würde passieren, wenn meine Fäuste auf mein Schild treffen würden? Ich weiß, das ist schon mal passiert. Damals sind wohl Schild als auch Speer zerbrochen, aber das lag daran, dass ich noch jung und einfältig war, okay? Wenn ich Speer und Schild an ihr Maximum trainiere, soll ich ihre Grenzen überwinden können. Sollte. Zunächst möchte ich mich auf mein Drachenschild konzentrieren. Willst du mir dabei helfen, Osiru? Wenn ich dafür Stones krieg, warum nicht? Für Stones bin ich immer zu haben. Also im Endeffekt trainiere ich jetzt ein bisschen mit dem Knaben hier. Dass er auch ein bisschen stärker wird, an unser Level rankommen, ne? Oh, wow. Oh. Ihr habt ja gesagt, ich werde ausstreamen, mir Abilities holen, aber das habe ich nicht gemacht. GG, obwohl ein paar Tage vergangen sind. Naja. Was soll's, let's go. Gucken wir mal, was dein Drachen-Shieldy so drauf hat. Dein Mini-Shieldy. Und Jump Force, also laut den V-Jump-Leaks, wird das erste, die jetzt für Jump Force erscheinen, leider erst im Mai. Finde ich schon ein bisschen spät, um ehrlich zu sein. Leider erst im Mai. Was heißt ein bisschen spät, aber ich weiß, ich kenne mich an der Szene nicht so aus, an sich die jetzt siehst, tralala. Aber ich denke, sie hätten schon früher einen rausbringen können. Weil Mai, das sind 2 Monate nach Release. 3 sogar. Februar kam das Spiel raus, ist gerade Februar. Ah, ich bin alleine. Die sind noch am Dauerblocken, ne? Oh. Die sind halt echt noch am Dauerblocken. Oh. Okay. Excalibur. Es gibt so nicht, sag mal, der ist nur am Block. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Oh. Die blocken mir halt echt zu viel, was soll das? Die sind nur am Blocken, die stehen da noch rum und gut ist. Ist mir schon im letzten Part aufgefallen mit den Kämpfen. Ja, aber gut, was soll man sagen? Ich meine, ja, sind nur Computer so, keine Ahnung. Aber es nervt, es ist echt nervig. Guck mal, soll ich die ganze Zeit kreisen oder was nicht? Let's go! Oder ich spam halt meine Attacken, keine Ahnung. Oh!
Oh lol. Das ist eine normale Kombo. Wieso macht die so viel Schaden? Das ist, weiß nicht. Guck mal, auf einmal tickt er aus oder was. Guck mal, guck mal. Ey, ganz ehrlich, Junge, red mich nicht auf, Mann. Ja, nicht mal graben kann der. Oh mein Gott. Also, das ist ja halt komplett nervig. Bitte, ich habe keine Lust, in dieser Schleife hängen zu bleiben jetzt. Oh mein Gott. Bitte, ich habe keinen Bock auf sowas jetzt. Das dreimal, fünfmal gegen ihn verliere. So können wir doch nicht spielen, ey. Lad das Ding und gut ist. Keiner weiß, ganz ehrlich, was machen die? Wenn die Gegner dann später noch One-Shot-Potenzial haben werden, oh je, das wird ein Spaß dann. Ich spam, glaube ich, nur noch das. Olle. Ach so, okay. Was machst du? Ja, wie dodge er das? Wie dodge er das auf einmal? Und guck mal, ist eine verdammte Kombo, die so viel Schaden macht! Ey, bitte, Mann. So wollen wir nicht anfangen, mein Freund, das sage ich dir. Ja, jetzt überlebt er das und wir verlieren. Ich kenne das. Man kennt es doch, oder? Oh, Mann. Oh nein. Oh. Oh, der wollte doch nur trainieren. Das kann es doch nicht sein, dass das so lange dauert, Mann. Bitte. Kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen dumm anstelle, aber es kann doch nicht sein, dass ein Training so lange dauert und dass der Gegner so. Das, wenn ich in eine Kombo von ihm bin, wieso verliere ich so viel Leben? Das kann's doch nicht sein, ey. Ohne Spaß. Guck mal, was der macht. Der spammt seinen Schuss, ey. Ganz ehrlich. Den lass ich mehr nehmen. Komm doch mal ran. Hm?
Ey, raus mit dir. Kein Bock mehr mit dir zu trainieren. Wenn der andere genauso ist, oh je, Mine. Wenn der andere genauso ist, oh je, dann können wir, dann sitzt du noch bis 2080 hier. Nee, aber. Weiß nicht, wenn eine Kombo von frisst, ich bekomme viel zu viel Schaden, ey, das kann doch nicht sein. Naja, kann auch sein, dass ich, wie gesagt, ein bisschen dumm anstelle, aber was soll's. Jetzt haben wir den Dackel endlich mal besiegt nach 10 Minuten. Was hast du jetzt zu sagen? Wie war dein Training? War es schön? Sehr beeindruckend, ja, ich will mal 3 Stunden durchtrainieren. Achso, das war's. 10 Minuten für nichts. Was ist? Ja, 10 Minuten für nichts. Er hat einen Kratzer. Natürlich hat er einen Kratzer. Steck als Aussicht. Ja, natürlich, aber du nervst. Mit deiner langen. Nee, Spaß, kein Offense. Ist einfach nur so gesagt. Aber gut, jetzt will der andere Dacke wahrscheinlich auch noch trainieren. Wie ist der andere? Pegasus oder sein Pegasus oder whatever. Schauen wir uns das Ganze mal an, was der jetzt zu sagen hat oder was der jetzt will. Ja. GG. Wenn der jetzt auch trainieren will, dann bekommt er sein Training. Aber ich hoffe, es dauert nicht so lange wie das gerade eben. Seiya ist ja. Seiya! Alice, was willst du? Verzieh dich, mit dir hat niemand geredet, Mann. Zieh Leine. Ich möchte eigentlich nicht mit dir trainieren, um ehrlich zu sein, aber ihr wollt trainieren. Hast du jemals die Macht eines Cosmo gespürt? Was? Cosmo und Wanda? Ich kann dir ansehen, dass du es nicht hast, mir ging es ganz genauso. Man sagt ihm, ich soll das unmöglich tun, einen riesigen Felsen zerschmettern. Ich werde damals 6 Jahre alt. Und, hast geklappt? Natürlich habe ich gesagt, ja, klar. Oh! Aber kannst du es jetzt? Natürlich. Nichts leichter als das. Und nicht nur ich, jeder sein kann das ohne Probleme. Oh man. Jeder ist einfach viel weiter als alles, was in meiner Welt existiert. Lol. Mir geht es genauso. Seit ich der Jump Force beigetreten bin, birgt jeder Tag neue Überraschungen. Wir schweifen ab. Also, wenn du meinen Superangriff einsetzen willst, dann musst du den Codex des Suns verstehen, wie wir denken. Der Suns erhielt den Mächte jenseits der Sterblichen, um Athen am Krieg der Götter mit nichts mehr als unseren Händen zu beschützen. Nimm die Bronze Saints, die niedrigsten Ränge unseres Ordens. Kein Bock, ich will das nicht, Mann. Sogar ihr Fäuste bewegen sich schneller als der Schall und sie können betreten. Ich hab keinen Bock auf sowas. Die Gold Saints, das ist schon meine Elo, können sich schneller bewegen als das Licht. Du kannst dir vorstellen, wozu man solche Macht missbrauchen könnte. Warte, schneller als das Schall und das Licht? Ja, genau, warum? Manche Körper sind stark genug, um sich so schnell wie der Schall zu bewegen und schon gar nicht so schnell wie das Licht. Oh, Allah. Ist schon interessanter jetzt. Wenn du es auswendig machst, bereit. Ey, ist interessanter. Let's go. Perfektes Timing. Ja, jetzt komm. Komm mal ran. Spiel nicht den Harten. Spiel nicht den Harten und zeig, was du drauf hast. Jotaro. Jotaro, bin ich gespannt, was da abgeht. Ich bin noch nicht bei Jotaro. Ich bin davor noch. Erste Staffel bin ich doch. Über die Hälfte, schätze ich mal. Aber ja, ich bin gespannt, was mit dem und Dio abgehen wird noch. Auf jeden Fall. Jojo's Bizarre Adventure. Das Anime gefällt mir. Oder der Anime. Whatever. So! Ups. Jetzt sollen wir mal kämpfen. Man kennt's. The Legend of eine Cutscene für einmal lernen. Ich weiß, by the way, noch nicht. Ich glaube, das wurde noch nicht gepatcht, weil es gab kein Update. Es sei denn, ich habe irgendwas verpasst. Und es hat tatsächlich geupdatet. Weil gerade ein bisschen schneller drauf gesprungen. Aber ich glaube nicht, vom Gefühl her kam. Nee, das Update kam, glaube ich, noch nicht raus. Sonst, ich hätte das, glaube ich, gemerkt. Naja, GG. Elementtypen, ja, danke schön. Achso, vielleicht kämpfe ich auch mit einem schwachen Element. Also bin ich im Nachteil ab und zu. Vielleicht bekomme ich so viel Schaden. Deswegen so viel Schaden. Guck mal, bitte, ey, hör auf mit so einer Kacke. Das war ein Hieb. Ein Hieb hat mir so viel Schaden gehauen, ey. Zeig mal, was du drauf hast jetzt, komm. Bad. Schrei nicht so. どこを見ている? スタープラス!
Alter! Das ist so geil. Guck mal, danke, das ist eine Kombo. Hör auf damit. Griff dir nicht, aber was soll ich machen? Nein, nein, bitte nicht. Oh mein Gott, Alter, was war das? Guck mal. Gar kein Leben mehr. Oh mein Gott, was war das? Übel Glück gerade gehabt. Aber gut, war eine kleine nette Abwechslung. Gegen die Venoms haben wir gekämpft. Ja, GG. Die Venoms. Schauen wir einfach mal, wie lange das noch weitergeht mit der Storyline, so hin und her Sachen machen. Ich würde es cool finden, wenn es mal eigentlich so mit der Real Story weitergeht. Ja, da kommen immer mal ab und zu rein, dass sie welche besiegen müssen, welche kämpfen müssen. Siehst du, was ich meine? Nee, du hast nicht mal gekämpft, nicht mal eine Sekunde. Entschuldige, dass ich andere gesagt habe, aber wie zum Henker stellst du das an? Nicht nur du, sondern auch die anderen Stars. Unglaublich. So eine Macht ist nötig, wenn man als Mensch gegen einen Gott kämpfen will. Aber ich muss sagen, Jotaro, ich bin überrascht, dass du überhaupt weißt, wie schnell Schall und Licht es sind. Lol. Ich dachte, du hättest mit dem Lernen genauso viel Probleme wie ich, aber offenbar lag ich falsch. Ach, das ist nur, weil es da einen Job gibt, den ich irgendwann einmal haben will. Lol. Ein Job also, ja? Über sowas habe ich noch nie gedacht. Ich trainiere meine Kampfkünste, seitdem ich ein Kind bin. Und ich kämpfe immer noch. Wie alt bist du denn, du Pisser? Ich schätze, wir könnten uns später Sorgen um die Zukunft machen. Ich bin froh, dass du in diesem Krieg an meiner Seite bist. Ja, komm doch ran. Komm doch ran, ich habe eine Schulter für dich frei. Kannst du rausholen. Unser Pegasus. Er scheint stark zu sein, du. Wenn er sowas drauf hat, was er gesagt hat, dann... Props an ihn auf jeden Fall. Props an unseren Pegasus. Saint Pegasus. The one and only Saint Pegasus. Is a dream, a dream, is a lot of chum. So. Ach, Gott sei Dank bin ich mit euch Pessern fertig. Ja, Pesser Schesser. Ja, direkt weiter, ja, let's go. Oh, meine momentane Teleportation. Oh, Cutscene. Oh! Du kleiner Penner. Was meinst du? Du hattest gerade einen, oder? Ich habe ihn verschwinden sehen. Wo hast du ihn versteckt? Lol, ich fürchte, du liegst falsch. Wie könnte ein Apfelplätz verschwinden? Wenn man ihn isst, natürlich. Rage. Haha, er hat recht. Hast du was gesagt? Nein. Okay. Ich bin beeindruckt, Leid. Seine Zinke sind wirklich sehr ausgeprägt. Ruhe. Mann, ich hab Hunger, du nicht? Ich kann es kaum erwarten, bis die Welten wieder so sind wie früher und wie ein Fest war mit Bergen von Essen kriegen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Wenn wir die Welt zum Segen und den Frieden wiederherstellen wollen. Halt die Klappe, Junge. Ich glaube, ich vertraue dir nicht. Okay, umso besser, okay? Na klar, man sieht sich. Wieso kann ich mich nicht direkt mit Light batchen, Alter? Der hat doch böses. Da ist doch böses im Busch bei dem. Ich kann nicht sagen, ob er wirklich so unbekümmert ist, wie er wirkt oder ob er nur so tut. Du denkst zu viel darüber nach. Er hat offensichtlich nichts in der Birne. Das werden wir noch sehen. Komm mal ran! Dreh dich mal um, mein Freund! Komm du mal ran! Leg dich nur einmal mit mir an und dann fliegen die Fäuste. Oh! Anu vom Direktor. Was? Du hättest auch ein SMS schreiben können, Mann. Keiner weiß. Ein SMS hat es auch getan, ohne Spaß, ey. Lol. Ja, ich wusste es. Ich war da schon. Eine SMS hätte es wirklich auch getan, der Direktor. Müsste mich dahin bestellen. Ah, oh lol, was war das? Habt ihr das gesehen? Ah, jetzt ist er zum Direktor, ey. Muss immer so anständig wirken.
君に頼みたいことがある。マッターホルンに出現したフリーザの宇宙船付近で、怪しい人物を目撃したという報告が届いた。Okay. もしかしたらカインかもしれない。Okay, ich jetzt so. ルフィ、サンジとともにその調査に当たってほしい。あくまで偵察が目的だ。くれぐれも無茶はするな。Nachforschung sind nicht so mein Ding, Direktor. Ich kann da nichts versprechen. Werde dem wahrscheinlich eher direkt klatschen gehen, um ehrlich zu sein. Na, Spaß, okay. Gucken wir mal. Ja, mit Luffy und Sanji sind jetzt unterwegs. Ich bin wirklich gespannt, was die zwei Dackel drauf haben werden. Mugiwara! So. Boah, sieht auf jeden Fall geil aus, die Landschaft. Ich passe schon da rein, guck mal, ich sehe schon cool aus. Oh. Hey, wir sollten uns nicht klatschen. Sanji Ikizo, da steht Sanji Ozeru. Kannst auch meinen Namen gerne aussprechen, mein Freund. Also so schön muss es nicht sein. Wir sind doch schon mittlerweile befreundet, würde ich sagen, oder Luffy? Mugiwara. Ja, ja, Mugiwara. Da hat er mal wieder Hunger natürlich, 24/7. Und sein Koch ist zwar da, aber er will nicht kochen. Wozu hat man einen Koch, ist die Frage dann. Das sind die Fragen, Freunde, die ich mir stelle, während das Spiel lädt. Jetzt. Two. Junge, was kriegen wir hier? Guck mal. Diablo! Brau! Mau! Ich hab ihn gepackt, ey, ich hab ihn gepackt. Ich hab ihn gepackt, ganz sicher. Oh, der war Kaizoku Naru. Was? Oh, oh, Ruffy ist brutal. Hast du verlaufen, Ross? BAM! Oh oh. Okay, gut, ich hab ihn geschützt. Oh! Ruffy ist geil. Den haben die richtig geil gemacht, finde ich. Scheiße, nicht getroffen. BAM! Ruffy ist richtig cool. Den haben sie richtig geil gemacht. Freunde, ich würde sagen, so viel zu diesem Part. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Das sehen wir dann im nächsten Part wieder. Ich will es nämlich nicht allzu lang halten, um ehrlich zu sein. Deswegen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.